Ja, im letzten Teil ein Fehltritt gemacht. Aber wer konnte ahnen, dass ein Kreuz zieht? 10.37 Uhr. Wir sind wieder mit Scott Shelby unterwegs. Kein Asthma im Moment. Wunderbar. Der Inhalator ist in der Tasche für alle Fälle. Gut. Susan Bowles, Mutter des letzten Opfers des Origami-Killers. Sie könnte etwas über die näheren Umstände zum Tod ihres Sohnes wissen. Dann gucken wir einfach mal. Hier rum. Das Auto sieht auch nicht mehr so ganz sauber aus. So, gehen wir mal hier lang. Schauen wir mal, ob sie da ist. Hallo? Kein Hallo? Trotzdem mal rein. Aber warum macht uns hier keiner? Also, warum? Wieso? Weshalb? Ist irgendwie ein Brief? Scheint niemand da zu sein. So was. Die Eltern von heute gehen weg und lassen ihr Baby allein. Ich weiß nicht warum, aber ich habe kein gutes Gefühl dabei. Ein Brief auf dem Boden. Ich könnte ihn mir mal ansehen. Jemand da? Mrs. Bowles. Ein Brief auf dem Boden. Ich könnte ihn mir mal ansehen. Gut, gucken wir mal wegen Brief auf dem Boden. Boden, Brief. Oh, mein Gott. Nicht gut. Moment. Na los, ich muss das Haus durchsuchen. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Der Brief. Oh, scheiße. Ich hoffe, sie hat sich nicht. So. Mrs. Bowles, sind Sie da? Dann. So, irgendwie müssen wir da rein. Vielleicht haben wir ja noch eine Chance. Oh, Scheiße. Das sieht nicht gut nach Chance aus. Das sieht gar nicht gut nach Chance aus. Mrs. Bowles, hören Sie mich? Aufwachen! Aufwachen! Das sieht nicht gut nach Chance aus. Nicht, dass uns jetzt jemand verreckt hier. Das wäre schlecht. Ich rufe den Notarzt. Nein, ich will nicht ins Krankenhaus, bitte. Sie hat überlebt. Okay. Sie hat überlebt. Haben Sie was zum Verbinden da? Ja, ich glaube schon. Okay, nicht bewegen. Bin sofort da. Ja, gut, gucken wir mal. Verbandszeug ist bestimmt im Badezimmer. So. Schnell, sie verliert Blut. Mal sehen, ich brauche das. Und das. Und das. Ja, hau alles weg. Hau alles weg. Hau alles weg. Hau alles weg. Die ist hier fast am Abnüppeln, das wollen wir nicht. Ich bin da, Susan. Alles wird gut. Ich passe auf sie auf. Bleiben Sie wach, Susan. Susan, hören Sie mich? Susan, bleiben Sie wach? Können Sie mich hören? Wach bleiben. So, Pflaster und Pflaster. Mehr kann ich nicht tun. Das sollte reichen. Zum Glück sind die Wunden nicht tief. Hey, wie geht es Ihnen? Okay. Mein Baby braucht mich.
Nee, du bleibst erstmal liegen, du bist fast gestorben. Und überhaupt, wenn du sterben willst, wenn du, ne, wisst Bescheid. Du wolltest das Baby noch verlassen, du. Kennen Sie das? Mit dem Baby? Ich bin Detektiv. Ich kann alles. Jawohl. Aber... Als Privatdetektiv. Sie heißt Emily. Schön. Okay. Mami überlebt fürs Erste. Jetzt kommt der Nachwuchs dran. Gut. Emily. Ja, das wäre, glaube ich, das absolut Falsche, das Baby so anzufassen. So. Hände waschen, Hände waschen. So, und dann das Baby anfassen. Wir sind schon so welche, ey, unglaublich. Hallo, Emily. So, was haben wir denn für ein Problem, hm? Oh, ich glaube, ich weiß, was es ist. So. Baby wickeln! Okay. Wie ging das nochmal? Gut, dass es Videospiele gibt. Ohne Videospiele könnte man sowas ja nicht lernen. Aber pssst, das darf man niemandem verraten. Na bitte, alles wieder frisch. Das ist besser. Stimmt's, Emily? Ja, Kinder sind noch so zutraulich. Hey, was ist los? Wir hatten das doch im Griff. Vielleicht hat sie Hunger. Gut, Hunger, 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 Hunger ist mal schlecht. Ich mach das Ding mal lieber warm. Ja, warm machen ist immer gut. Kalte Flaschen. Ich habe keine Ahnung warum, aber Kinder können kalte Flaschen nicht ab. Wahrscheinlich wegen Immunsystem und so. Sehr schön. So, klassische Testen. Warm genug. Ja, warum genug. Gut, dann gehen wir zurück zum Kind. Zurück zum Kind. Zurück zum Kind. Geben dem Kind. Mal die Flasche. Emily, hast du Hunger? Hm? Warte. Ich halte das Fläschchen ein bisschen schräger. Dann kannst du trinken. Okay. So, dann machen wir das mal. Ich glaube, auf einer schwierigeren Schwierigkeitsstufe ist das so, dass das Kind dann, weiß ich nicht. Dass man das vorsichtig halten muss. Keine Ahnung. Gut, Kind hat viel getrunken. Jetzt muss Kind noch Bäuerchen machen, kennt man ja. Yeah, Bäuerchen gemacht. Sehr gut, Emily. Wobei, ne, bei Bäuerchen ist ja wahrscheinlich, ne, kann auch mein Talent mitkommen, ne? Ja, ja. So, ich werde dich jetzt ein bisschen hin und her wiegen und du kannst ein schönes Nickerchen machen, okay? Okay. So, wiegen links, rechts und rechts, wiegen wieder und wieder zurück und nochmal zurück und wieder links, rechts und dann wieder rechts, links, immer hin und her und das Kind zurück. So. Okay, da hören meine mütterlichen Fähigkeiten auf. Arme Kleine, das Leben wird nicht leicht für sie. Nee, aber der Mutter können wir da ganz getrost wieder zurückgehen. Können wir ihr mit auch schnacken. Danke für die Hilfe mit dem Baby. Ah, bitte. Ich wollte sie nicht verlassen. Also. So. Ich konnte einfach nicht mehr. Nur... ohne Jeremy hier. Er war so ein guter Junge.
Ich verstehe nicht, wie man ihm wehtun konnte. Kümmern Sie sich denn ganz allein um das Kind? Lebt Jeremys Vater nicht mehr bei Ihnen? Er verschwand. Ein Tag nach Jeremy. Ich weiß nicht, was mit ihm ist. Vielleicht hat er es nicht verkraftet. Seitdem kümmere ich mich alleine um Emily. Ich konnte es nicht mehr. Ich verstehe. Hat Ihr Mann noch etwas gesagt, bevor er ging? Hat er eine Nachricht hinterlassen? Nein. Er sagte kein Wort, als er ging. Da war dieses Handy. Ein Handy? Oh. Ja, ich fand ein Handy in seiner Kommode. Es war sicher nicht seins. Ich hab's nie vorher gesehen. Ich wollte es einschalten, aber es ging nicht. Haben Sie es noch? Es ist in der Schublade. Im Wohnzimmer. Sie können es haben, wenn Sie wollen. Sie können sicher mehr damit anfangen als ich. Haben Sie Familie oder jemand, der Ihnen hilft? Ja. Meine Mutter. Ich wollte sie um nichts mehr bitten. Wir kommen nicht gut klar. Oh, nicht gut. Aber ich habe wohl keine Wahl. Passen Sie auf sich auf. Und auf Emily. Mache ich. Versprochen. Gut. In der Schublade im Wohnzimmer. Das hat Susan gesagt. Dann gehen wir mal zur Schublade im Wohnzimmer. Wohnzimmer, Wohnzimmer, Wohnzimmer. Das ist hier. So, Schublade, Schublade. Hier sieht stark nach Schublade aus. Und da ist es. Das Telefon. Kein Bild. Kein irgendwas. Viel Glück, Emily. Pass auf deine Mama auf. So, dann gehen wir mal, ne? Dann gehen wir mal. So. Also, wir haben den Karton. Wir haben ein Telefon. Wir werden das schon irgendwie schaukeln. Wir werden diesen Killer finden. Ob er will oder nicht.